So, wir sind hier mit einer ziemlich hanebüchenen Aussage konfrontiert, ne? Nämlich KGV von A und A plus B, das soll das gleiche sein wie KGV von A und B. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil hier addiert wird, ne? Und das KGV scheint sehr unwahrscheinlich, dass man zu einer Zahl a eine Zahl b addieren kann und dass dasselbe KGV mit a ist, wie als würde ich a und b das KGV bilden. Ne? Ja, man hat so das Gefühl, das kann nicht stimmen und jetzt ist sozusagen die Aufgabe, ein möglichst einfaches Gegenbeispiel zu finden. Und man wird auch relativ schnell fündig, ne? Wenn man hier Folgendes sagt, a gleich b gleich 1. Ja? Schauen wir mal, KGV von 1 und 1 plus 1 ist ja das KGV von 1 und 2, das ist 2. Hier rechts steht aber KGV von 1 und 1 und das ist 1. Ja, okay, schneller geht's fast nicht, ne? Schönes Gegenbeispiel gefunden.